Ja, Luca Wyss, unglaublich, er steht im Halbfinale. Wer hätte das gedacht gegen den Erstplatzierten von einer anderen Gruppe, gegen Schweden? Was geht in Ihnen vor? Ja, es ist ein unglaubliches Gefühl. Ich meine, alle drumherum haben gesagt, ja, Schweden gewinnt und alles. Und wir einfach als Team haben es gedacht, ja, die können sagen, was sie wollen. Und wir gewinnen das Spiel und wir geben alles dafür. Und jetzt haben wir es geschafft. Was hat euch daran glauben lassen? Wir haben einfach gewusst, dass wir schon vorher gute Spiele hatten gegen Top-Gegner. Und wir wissen, dass wir das gegen Schweden auch machen können, wenn wir als Team spielen, und das ist uns gelungen. Für Sie ist es sicher auch noch mal speziell, Sie haben in der Vorbereitung eine Gehirnerschütterung erlitten, haben dann zuschauen müssen, heute das erste Spiel und dann gleich noch das Goal und das Game-Winning-Goal. Ja, das war ein unglaubliches Gefühl. Ich meine, ja, jetzt so lange auf den Moment gewartet, das erste Spiel dürfen zu spielen, und ja, ich hatte einfach mega Freude gehabt. Und also mehr ist einfach noch schön, dass wir als Team gewonnen haben und jetzt in den Halbfinale einziehen können. Die Eltern waren glaube ich, auch da. Die haben jetzt natürlich immer zugeschaut, wie sie nicht gespielt haben. Was haben Sie das Gefühl, was geht in Ihnen vor? Ja, ich glaube, sie haben schon recht Freude gehabt, dass wir gewonnen haben. Und vor allem, dass sie noch das Goal schiessen konnten. Und ja, ich hoffe, sie sind glücklich. Haben Sie das Gefühl, was hat der Unterschied ausgemacht gegen die Schweden? Die Schweden sind ein Top-Team. Sie hatten noch so eine Krankheit, die ein bisschen grassiert ist. Sie sind vermutlich nicht allzu fit gewesen. Wie haben Sie sie gesehen? Ja, also ich finde gleich, sie sind eine sehr gute Mannschaft. Sie haben einfach, also wir haben einfach heute wieder eine Top-Leistung gezeigt im PK und Holstein natürlich, Goli und einfach das ganze Team zusammen. Wir haben alle hart gearbeitet dafür und einfach am Schluss zahlt sich das halt aus. Ihr Headcoach bei Langenthal, der Pelle Homberg, hat twittert, dass er eigentlich zwei Herzen hat in der Brust, die schlönen momentan bei diesem Spiel. Jetzt haben Sie noch gespielt, haben Sie noch Grossbotschaft an ihn? Ja, Pelle. Sorry that we won, but maybe next year. Danke vielmals, merci.